Also Hitler und wirklich, der okay? Faschist. Ja. Ja, also alle Augen zu. Hitler und der Faschist dürfen jetzt die Augen aufmachen und ihre Karte nach innen ziehen, um zu zeigen, dass sie sie sind. Ja. Ich gehe davon aus, das haben die beiden jetzt gemacht. Dann Nein. zieht bitte die Karten wieder Oh zurück. Gott, Jan! Was denn? Sag doch nicht nein! Du darfst ihn aber nicht stören. Okay, ich glaube, Jan trollt mal wieder. Jetzt dürft ihr die Karten wieder zurückziehen und eure Hände wieder dahin legen, wo sie vorher waren. Woher weiß Nico, dass ich trolle? Hat er geguckt? Ich Oder du hast sage. gesagt, Trolle. nein! Okay. Ja. Nein, Das nein, heißt. nein, nein, nein! Troll Also. ich oder bin ich doof? Das ist die Frage. Good question, Du bist Sir. troll doof. Also, Spiel geht los. Möchte jemand. Wer möchte pressen? Ja, komm, wir machen das so. Ja, Der ich durfte Hitler war letztens gar als nichts Präsident. machen. Ja, Das komm, stimmt. du darfst Präsident sein. Gib den armen Faschisten die Rolle. Ja, Ja. hier, gebe Was ich ist das der meinem Würfel Jäger. eigentlich? Der Der ist Würfel, ich einfach habe nur keine Ahnung. Spielerrolle. Also, wer als erst anfängt oder sowas. Ja. Okay. Erste Regierung. Beste Regierung ist mein Neger. Mir ist nochmal grün. Alles Der klar. Jan. Der auch etwas. Der etwas Der alte kompensieren muss, aber halt ein bisschen absteht im Wo Gegensatz ist. zu Moment. Baumi. Okay, Baumi hat ja, sowohl also. Länge als auch Breite und Jan hat einfach nur kein Grades. Warum wählst du dich Jan! selber nicht rein? Was ist das? Hast du so wenig Vertrauen in dich selbst? Aber ja, du bist drin, Meister ne? sucht keine gute Regierung. Ja, ich bin drin. Ja. Wo ist eigentlich die Kanzlerkarte? Jan, zieh mal die Kanzlerkarte wieder aus deinem Dings raus. Danke. Put Ich war it gar out of nicht your drin bei mir. name. Ich war bei mir gar nicht drin, okay. Ach Gott, Leute, Leute, Leute. Ja, das fängt direkt wieder gut an. All the Faschos. Ja. Die eine hat sich umgedreht, die andere nicht. Komisch. Ich weiß ja nicht, also Leute, die eine gesamte Seite. Ach Alter! komm. Lass das Ding doch in Ruhe. Ja, das war gerade nicht fest. Okay. Gehst du aus Ja, meiner was wollte Zone raus, Baumi? ich? Ich bin in keiner Zone drin. Du warst mit deiner Hand in meiner Zone. Aha! Das sieht doch Ja. schon ein bisschen besser aus. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus als gerade. So, jetzt hier, du. Oh Gott, Baumi Ach, wird Präsident. ich bin jetzt der Präsident. Ja. Oh, fuck Und du Gott. darfst deinen Kanzler wählen. Wie drehe ich das? Also, Man muss das mal ist einfach drehen. so. Ich sag mal Man muss so, mal drehen. ich hab den ja auch keine Wahl gelassen. Ich hatte zwei Liberale und eine faschistische Okay. und hab die Stimmt doch gar nicht. faschistische Also, rausgezogen. du Das hast ihn stimmt überhaupt gar gezwungen, eine nicht. liberale Karte zu. Nico, Ja, ich bist hab halt mein lieber ein. Kanzler. Ich hab jetzt halt Yay! lieber, ne, nicht zwei Liberale oder eine Liberale. Ja, egal, so oder so verlieren wir ja eine Liberale, ne? Warte Ja. mal, Kevin wird jetzt gewählt, ne? Ja. Mhm. Ich werde Kanzler. Vermutlich. Hoffentlich. Mein großer Traum, ne? Ich würde ganz gerne Kanzler sein und die Demokratie retten, wenn es mir möglich. Das Baust wäre. du auch eine große Mauer? Nee, weil ich bin kein scheiß Faschist oder Okay, was ist Baumi das? dreht nicht Okay. um. Danke. Yeah! Ich verstehe nicht ganz, was hier das misstrauen soll, aber okay. Ja. Wir haben noch Du bist ein nichts, haben noch Schwabe? nichts gemacht. Du bist ein Schwabe? Wollte gerade Ja. sagen. Ja und, Baum Ah, ist ja. auch. Also das heißt, hier wird man wieder auf Herkunft reduziert, oder was? Das ist Kevin, du was, isst ein Kartoffelsalat mit Essig. Tut das mir ist leid, was, ich was Faschisten wurde. machen. Tut mir leid, ich wurde abgelenkt. Wurde Kevin nicht gewählt? Doch, Doch. doch. Ah, Kevin ist okay. drin. Aber Ja. mit herbem Gegenvotum. Also ich hab direkt, ja, wir haben zwei Gegenstimmen bekommen, Und ja. wenn Hitler gewählt wird, dann ist automatisch aus, ne? Nein, Wenn noch Hitler nicht, noch gewählt nicht. wird, wenn wir drei faschistische Karten drin haben. Ja. Ah, Also okay. ab hier diesem Ja, dunkelroten Bereich. ab dem Ab, roten ab. Bereich, ja. Oh Gott, welche Farbe? Magenta, ne? Das ist, oder ist das Magenta? Okay, Baumi, du darfst jetzt hier drei Karten ziehen aus dem Stapel. Das ist das Crimson? Ich habe Nico, echt keine Ahnung, das interessiert mich einen Scheiß. ist das für dich als Ja. Faschist so wichtig, welche Farbe deine Uniform hat? Ja, also wenn schon. Du Fashion-Nazi? Hallo? Also bitte. bist kein Fashion-Nazi, du bist das Fashion-Victim. Ja, und daraus hat sich dann der Okay, Nazi das das ist der Nazitum. Ablagestapel, ne? Ja. Genau. Okay, was haben wir hier? Zack. Die
Notes. Tada! Ja, siehst du, läuft doch. Ja, ich habe eine Wahl bekommen zwischen Faschisten und liberaler Karte. Ich habe die Liberale gewählt. Ja. Weil ich möchte, dass die Liberalen gewinnen. Ja, das würde ich euch jetzt sagen. Aber was ist, wenn er tatsächlich zwei liberale Karten hatte? Ja, das musst du uns sagen. das hilft uns nicht, wenn du sagst, ja, das könnte sein, aber das könnte wer weiß. Sein. Ja, gut, wer das, weiß. Also das hilft nicht wirklich deiner Glaubwürdigkeit, ne? Das ist dir schon bewusst. Ja, okay, ja, er hat sogar. So, er hat sogar nicht gelogen. Oh. Ja. Dankeschön, ja. Das weiß ich zu schätzen. Wofür braucht man überhaupt das previously elected president? Weil, das President ist jetzt unwichtig, weil ich kann dich trotzdem zum Kanzler machen, aber der Kanzler kann nicht nochmal Kanzler werden. Das macht jetzt Sinn, aber das mit dem Präsident ist ja scheinbar. Ja, du kannst in einer anderen Version. Bei mehr als 6 Leuten kannst du halt auch kein Kanzler sein, wenn du Präsident warst. Darum geht das. Ja. Ich fällt immer wieder auf den Tisch. Was tausendmal einfach. Außerdem kannst du. Wir brauchen das nicht. Du kannst auch bei 6 Leuten. Du später nochmal den Präsidenten wählen. Ich möchte mal den Olli testen. Ja, testen. Auf was denn? Syphilis? Ja, ob er ein Faschist ist. Ich hoffe, ich krieg halt auch eine faschistische und eine liberale Karte und dann kann ich sehen, was er. Ja, und der Olli ist ja dann noch so schön blöd und sagt, ja, ich habe eine faschistische Karte, ne? So. Ja, what the hell, Nico? Ja. Pass auf, Nico. Ich bin im Zweifel für den Angeklagten. Ich gehe prinzipiell davon aus, erstmal, dass jeder Liberaler ist, auch wenn das nicht sein kann. Weißt du? So, bei Jan bin ich mir so ein bisschen unsicher, aber. Ich muss noch wählen. Wen haben wir? Kevin. Nein, Olli. Sorry, ja, ich war gerade leicht abgelenkt. Kevin. Ja? Team Opa Defenders. Denk dran. Ja, okay, schon allein dafür. Nein, Olli. Nein. No! Keiner will Olli haben. So. Olli, die vertrauen dir nicht. Was ist das für eine Hassabneigung? Olli, du bist Präsident. Also, das, ne? Also entweder ist es Kevins blankes Gutgläubigtum oder die beiden sind halt hier, ne? Ja, Gutmenschentum dann halt. Ich wollte das böse Wort nicht in den Mund nehmen. Oh. Das böse Wort damit Gutmenschen. Okay, Olli, du darfst deinen Kanzler wählen. Ihr habt mich seit Anfang an gehasst. Jeder. Ja, also. Oh, hat Hitler auch, aber den hat es auch nicht aufgehalten. Aber Hitler hat auch selber gehasst und Olli ist doch gar nicht für Hass zu Hass in der Lage. Der Einzige, oder? Der nett ist, ist Obwohl, Jan. Den hat sich gerade auch nicht reingewählt. Moment mal, Jan! Jan hat sich gerade nicht reingewählt. Politische Entscheidungen sind politische Entscheidungen. Bitte? Politische Entscheidungen sind politische Entscheidungen. Naja, whatever. Ich bin der Einzige, der mich nicht durchgängig sagt, ne, bescheiße. Der Jan ist der Einzige, der gar nichts sagt, die ganze Zeit. Ja, eben drum ist er besser als ihr, die nur rumhaten. All the hate. Was geht bei euch? All the hate. Baumi, well. Baumi. Ich weiß nicht, ob ich mir an vertraue. Ja, das ist die Frage. Man weiß zu wenig über den, ne? Nein. Nico, du hast auch noch eine andere Karte außer Nein. Ja, aber wir haben ja vorhin schon mal gewählt, deswegen vertraue ich denen. Ja, aber ich meine, vorhin hat er zwei liberale Karten bekommen, das heißt, er hatte keine Wahl. Eben. Das heißt, selbst wenn er Faschist ist, er konnte nichts anderes spielen. 1, 2, 3. Aber jetzt, dass das stimmt. Wer sagt denn, dass das stimmt, Kevin? Du hast doch gesagt, dass das so war. Nein, das hat Nico gesagt, der mir die Karten gegeben hat. Ja, und du hast nichts dagegen gesagt, also es ist. Du hast jetzt nicht gesagt, dass es falsch ist, da war ich jetzt von ausgegangen, dass das. Einmal. Schweigen ist eine andere Form von Zustimmung, okay? Ja. Schweigen ist eine andere Form von Hitler sein. deswegen wählen wir ihn rein, ne? Weil, ne? Ich bin jetzt sehr gespannt, was als nächstes kommt. Vielleicht können sich jetzt ja beide, sowohl der Olli als auch der Jan, reinwaschen. Sag ich doch. Hitler. Alter, was ist da passiert? Wenn ich zwei Karten kriege, ne? Also dann zwei rote Karten. Dann kann ich da auch nichts mehr machen. Okay. Ganz ehrlich, wer auch immer diesen Stapel gemischt hat, ich habe 3 rote Karten bekommen, 3 faschistische Artikel. In der Statistik. Enthalten. Und das ist absolut in der Statistik mit drin. Also ich hatte einfach keine verfluchte Wahl. Ja, okay. Halt, stopp. Nein. Oh, Nico. Jan. Guck wie ein Grünpolitiker. Der Jan ist der grüne Politiker von uns. Baumi als Kanzler. Schon wieder? Okay. Der war bis jetzt noch nicht Kanzler, glaube ich. Nee, doch, war er nicht Kanzler. Ach doch, nee, halt. Nee, war er nicht.
War er nicht. Ja, gut. Er war bis jetzt Präsident und da hat er die Wahrheit gesagt. Okay. Ja, also als Präsident war er. Ich würde eine Mauer bauen. Siehst du? Schaut. Dann, guck mal, komm mal, dann schon wählen euch alle. Ich würde eine Mauer bauen. Das hat so gut funktioniert in Deutschland, ne? Machen wir es normal. Ach, jetzt muss ich ja drei Karten machen. Welche Stapel nehme ich? Nein, nein, du musst noch gar nichts machen. Du machst noch gar nichts. Jan zieht jetzt von hier drei Karten. Und du kriegst dann zwei von Jan. Erstmal ein Ablegen. Ich glaube, das Herz der Karten. Erstmal ein Ablegen, ne? Richtig. Ja. Zeit für ein Duell. Ich will eine Mauer bauen. Oh, Kevin, wie du die ganze Sache immer ausmachst. Wenn du immer damit rumspielst. Muss ich doch. Ist er da dran als an mir? Oh Gott! Nico. Okay, komm hier. Du beide wegschmeißen, scheiß drauf. Ja, ich kann mit einer Kugel spielen. Ich bin ein Vierjähriger in der USA und bring meine Mutter um. Aha. Okay. Eine Nazi-Torte. Ja. was? Also ich sag's ja mal so, dass es hier einfach nur einen gibt, der. Jetzt schon zweimal hintereinander nur zwei rote Karten hat. Ich dachte, du warst kein Kanzler, hä? Er war auch noch kein Kanzler. Aber wie hast du das noch kein Kanzler? Das war letztes Spiel. Ja, ich war ja auch nicht. Ich meine, was ich meine, ist ja, dass der Jan gemeint hat, er hatte nur zwei rote Karten. Ah. Und jetzt gibt er mir nochmal zwei rote Karten. Aha. Das ist ja schon ein bisschen. Aus dem Rahmen der Statistik. Also es gibt. Es gibt möglich, überall. Er verteidigt ihn schon ein wenig vehement, ne? Ich verteidige einfach nur den. Und jetzt verteidige ich Olli schon ein wenig, dass er. Also ich finde, der Olli, der legt schon sehr viel Wert auf. Ich konnte das nicht sagen, dass das recht. Okay, Moment. Das ist schon ein wenig auch zu viel Wert auf die Mathematik. Also. Ja. Was soll ich denn machen, wenn ich zwei miteinander nur rote Karten kriege? Ja, das würde ich auch sagen. Ja, aber was soll ich denn machen? Ja. es ist ganz weit laut weinen. Also wir haben jetzt noch fünf Karten drin. Die Chance, dass wir wieder nur drei rote Karten kriegen, ist eigentlich so gegen null. Also wenn bis jetzt jeder die Wahrheit gesagt hat, müssten wir jetzt liberale Karten bekommen. Das ist bei irgendwie, glaube ich, fünf Spielern, dass jeder bis jetzt die Wahrheit sagt, nicht sehr wahrscheinlich. Aber hey. Ja. Also ich meine, ja, ich habe Baumi zum Beispiel, also, ist immer der als letztes seine Wahl zu alle liberal zu sein, also irgendjemand lügt. Ja, klar. Nein, wirklich. Nicht nur irgendeiner, es lügen zwei. Also ich glaube ja an Kevin. Der würde ja eine Mauer bauen. Der Kevin ist gar nicht in der Lage zu lügen, um ehrlich zu sein. Nee, bin ich auch nicht. Ich glaube an jeden, der eine Mauer baut. Also wenn wir das mit Facecam, machen. Die drei Karten. Wären wir, glaube ich, sicher, dass Kevin, wie heißt es? Da sitzen würde mit seiner Stahlhaube und seinem SS-Mantel. Ja, und dann sagen würde, nope. Olli, ich habe dir bis jetzt keinen Grund gegeben, ich wollte dir vertrauen am Anfang, okay? Und ich habe bis jetzt, alles was ich bis jetzt gemacht habe, war eine liberale Karte gespielt zu haben, als ich die Wahl bekommen habe. Ich weiß, aber ich wollte einfach nur einfach random Shit droppen. Ich muss jetzt allerdings sagen, also ich habe zwei rote Karten jetzt bekommen. Ja, okay. Muss ich leider auch so bestätigen. Ich habe leider drei gezogen. Also ich glaube, ich muss lügen. Also so langsam. Ja eben. Also ich sag mal so. Irgendjemand leicht full of shit, ne? Ja. Also ja. Einer, warte. Also das, einer muss auf jeden Fall lügen, weil drei Leute, die hintereinander jemals alle drei faschistische Karten ziehen, ist irgendwie nicht so, ne? Das kann nicht legit sein, nee. Kurz, also jetzt wird der Stapel gemischt. Warte mal ganz kurz. Also der und Präsident ich darf das. Ja grade, genau, ja. Du darfst dann da reingucken. Ah ja, stopp, warte. Hier alle. So, ja. Ich mische kurz durch. Und dann darf der Nico sich die oberen drei Karten anschauen. Okay, Nico, bitte. Und dann wieder zurücklegen, bitte. Und dann darf ich ja was dazu sagen, ne? Du musst nichts, aber ich würde sehr gerne wissen, was du denn gezogen hast. Eine Rede. Eine Rede. Mein liebes Volk, ich kann die Karten nicht hinlegen. Es sind drei Faschistenkarten. Oh. Also okay, es ist vollkommen egal, wen wir jetzt wählen. Es wird eine faschistische Karte reingenommen. Wichtig ist nur, Baumi ist ja der Präsident. Wer wird Präsident? Genau. Naja, genau. Baumi, vertrauen wir Baumi mit einer Knarre. Ja. Nein, absolut nicht. Kann ich mich selbst als Kanzler... Nein, leider nicht. Nein. Das ist also du darfst nur Kevin nicht wählen. Alle anderen darfst du wählen. Und ich muss dir jetzt schon sagen, es werden drei Faschistenkarten kommen. Okay, pass auf. Das heißt, es ist jetzt irrelevant, okay, wer kann. Stopp. Ganz kurz. Wichtig ist, jetzt kann Hitler gewinnen, wenn er Kanzler wird. Ja. Also, wir müssen. Wenn jetzt Hitler aufpassen. Gewählt wird.
Aber wenn bei wem sind wir uns sicher, bei wem sind wir uns sicher, dass es nicht Hitler ist? Also ich glaube, Nico ist nicht Hitler. Nico ist nicht Hitler, glaube ich ehrlich gesagt auch, ja. Warum? Also, das ist aber, das macht mich irgendwie richtig warm im Herz. Und in meiner nicht vorhandenen Grammatik ebenfalls. Also ich glaube, Jan und Olli sind die. Ja, also ja. Ich will ja nichts sagen, aber die also Jan ist viel zu still. Also Grün-Rot, das hat noch nie funktioniert. Grün-Rot hat noch nie funktioniert. Ihr macht es fest an den Farben. Und was nicht. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht rede. Ihr hört mich. Also, leid. Also. Doch, wir hören dich ja. Wir hören das Kleine. Verteidigst dich nicht gut genug. Was sind denn Grün-Rot? Sind es so Öko-Kommunisten? Nein, das eher ist so SPD, ne? Und Grün oder so, ne? Nur zur Info: Nico ist blau. Blau ist die AfD. Also nein. Das ist zwar richtig, aber trotzdem. Ja. Ja. Bauen Sie eine Mauer. Ja. Okay, also Bomi, zieh drei Karten. Ja. Ist jetzt ein bisschen. Ist jetzt Antiklimatik, aber wir wissen ja eh, was jetzt kommt. Ich hoffe, ich habe die nicht automatisch gemischt oder so. Nein. Und jetzt kommen auf einmal drei Liberale. Ja, oh. Ich meine, das wäre auch okay. Ja, dann wissen wir nur, dass ich gelogen habe, aber hey. Ja. Das wäre ziemlich seltsam gewesen. Warte, Kevin, du hast was Wichtiges vergessen. Was habe ich? Oh, verdammt. Ja, Nico, bist du Hitler? Gut, also das ist jetzt hier auch, es gibt diese Karten, da steht drauf, nicht Hitler. Die bekommt jeder, der als Kanzler gewählt wird oder erschossen wird. Weil wenn einer erschossen wird, muss auch gefragt werden, bist du Hitler? Ja, wie gesagt, okay, ne? Wir hatten halt drei Faschistenkarten. Ja, alles klar. Drei Faschisten. Ja, und jetzt ist die Frage, mit der Kugel ein auswählen und wen soll Baumi erschießen? Also das Ding ist, Baumi hat letztendlich die Befehlsgewalt. Also er kann jetzt irgendwie Ich darf jetzt einen schießen. Ja, du darfst. Ja, aber wir können natürlich da vorher drüber diskutieren. Na, dürfen wir nicht. Baumi kann auch Jan oder Olli. Entweder Jan oder Olli, ja. Ja, Baumi kann auch einfach am Ende einfach irgendjemanden erschießen, ne? Muss ich ja. Also das Ding ist, also die einzige Wahl, die er bis jetzt nicht hat, jemanden zu erschießen zu müssen, bin ich, weil ich nicht Hitler bin. Ja, genau. Alle anderen, ne? Nico braucht man nicht erschießen. Ich erschieße Jan. Guck mal, du erschießt Jan. Warum? Okay. Ich konnte nicht mal was sagen, aber okay. Na okay, dann verteidige dich, aber was... Hast du mal auf Kevin geachtet? Ja, ich habe bis jetzt nur liberale Sachen gemacht. Nein. Du hast die letzte Runde... Außer als ich keine Wahl hatte. Ja. Nein. Woher Ich habe dem Kevin eine liberale und eine Faschistenkarte gegeben. Ja, toll, der kann auch so tun, als ob er kein Faschist ist und erstmal liberale legen. Schau mal, danach haben der Olli und der Jan beide irgendwie fünfmal hintereinander behauptet, dass sie nur drei Faschistenkarten gezogen haben. Das stimmt. Und dann Nico hat doch danach auch drei faschistische gezogen. Ja, der Nico hat auch noch drei faschistische gezogen. Aber der Nico ist ja nicht Hitler. Ja, aber ich kann trotzdem so Faschist sein. Olli, wenn du es nicht bist und der Nico ist es nicht und ich glaube nicht, dass es Kevin ist, dann ist es doch Jan. Ja, aber es kann auch genauso gut Kevin sein, der einfach nur fucking gut spielt. Der ist ein Scheiße, der Kevin, studiert Lehramt. Oh mein Gott, wirklich? Ich erschieße Jan. Okay, Jan, du bist erschossen. Jan, bist du Hitler? Nein. Schade. Okay. Jan, du darfst jetzt übrigens auch nicht mehr reden, ne? Also, als ob das jetzt nicht... Du darfst das Spiel nicht mehr beeinflussen. Okay, alles klar. Nico, wie geht's? Du lebst ja noch, ja. Kevin hat wieder mal... Alter! Kevin hat wieder auch mal erst Olli. Ich glaube, Olli, ganz ehrlich, also Olli ist ziemlich salty. Ich war auf deiner Seite, aber ich glaube irgendwie, dass du Hitler bist. Wann war die auf meiner Seite? Es war keiner auf meiner Seite. Pass auf. Ganz am Anfang, als alle so ein bisschen, ich glaube, Olli ist es, weil es ist Olli, habe ich gesagt, da müssen wir mal abwarten. Aber dann hast du so ein bisschen komische Scheiße mit dem Jan abgezogen. Und ich bin mir ziemlich sicher, Jan war ein Faschist. Und da du immer auf seiner Seite warst, schon umgekehrt. Auf meiner Seite? Also, weil ich mich für das Volk einsetze? Für welches fiktive Volk? Ich werde auf jeden Fall Baumi als meinen Kanzler nehmen, weil ich vertraue Baumi. Das Volk der Mormonen. Also ich sehe schon, das wird sich jetzt die ganze Zeit hier so im Kreis drehen, ne? Also nur wir drei hier, ne? Wir werden den Olli immer rauswählen und sagen nein und dann auf geht's, ne? Ja gut, dann gucken wir mal, dass wir jetzt wenigstens die liberale Agenda... Warte, ich habe die falsche Karte. Achso. Die Agenda 2016. Warum darf eine Leiche nicht wählen? Naja, ich wette, in der DDR durftest du das noch. Da haben doch Leichen gewählt. Wir haben auch Leichen gewonnen. Ich glaube, wenn der Kevin jetzt... Moment, okay,
Wartet mal. Wenn der Kevin mir jetzt zwei rote Karten gibt, ja, dann Olli erschießt, dann ist er Hitler. Und er Hitler ist, haben wir gewonnen, ja. Also am schnellsten würden wir gewinnen, wenn wir jetzt halt Olli erschießen. Ja. Ja, um Kevin so den Sieg zu verschaffen. Nein, dann, wenn dann Olli nicht ich Hitler gewonnen, ist. Wenn ich, nein. Wenn ich Hitler ist, habe ich gewonnen. Und der wenn, und die wenn wir Hitler, auch. Wenn wir. Übrigens hier, Baumi, bist du Hitler? Nein. Oh, stimmt. Ja. Das vergisst du immer, Kevin. Das ist so die essentielle Frage, ob jemand Hitler ist. Okay. Ihr könntet aber auch mir einmal die. Was ist da jetzt? Kanzlerschaft. Nee. Kanzlerschaft geben wir dir gar nicht. Du wirst jetzt erstmal Präsident. Du kannst kein Kanzler sein. Aber was wolltest du sagen? Das weiß er gerade selber nicht mehr. Ja, gut. Du kannst uns ja jetzt vorwerfen, was du willst, aber es hat nur noch zwei Möglichkeiten. Ja. Also kurz zur Info: Ich habe dem Baumi gerade wieder die Wahl gegeben zwischen der faschistischen und liberalen Karte. Ja, und er hat die liberale Karte. Du warst Präsident, ne? Hast du noch mehr Präsident? Was hast du gezogen? Ich habe zwei Faschisten und eine liberale Karte. Ich hab damit gespielt, ihm zwei Faschistenkarten zu geben, um dann die Kugel zu kriegen, aber ich dachte, das würde dann so ein bisschen schlecht für mich aussehen. Weil ich wollte nicht unbedingt mit aller Gewalt die Kugel haben. Also, dann Olli, wähl deinen Kanzler. Ich kann's nicht sein. Ja, also eigentlich müsstest du mich wählen, weil wir wissen, du kannst Baumi nicht wählen und wir wissen von Kevin nicht, ob er Hitler ist. Eben, das ist richtig. Also nimm Nico als Kanzler, das finde ich super. Ist auch. Weil Nico bin ich mehr. Nico kann nicht mehr Hitler sein. Ich weiß, Nico ist nicht Hitler. Ich weiß, Nico ist nicht Hitler und ich bin mir auch relativ sicher, dass er ein Liberaler ist. Also. Ja, ich bin ja offensichtlich auch Liberal. Ja. Und wenn der, da und wenn der Olli dann mich erschießt, dann wissen wir auf jeden Fall, dass das Olli Hitler ist. Das ist richtig. Kevin, du musst doch die zweite Pistole gleich freischalten, ne? Ja, das mache ich dann, wenn es dann soweit ist. Ich wette, das wird jetzt. Aber warum? Also musst du jetzt erst nach dem Zug Olli gefragt werden? Nee. Nein. Ich muss nicht mehr. Ich bin ja schon Kanzler, ich wurde schon gefragt, ob ich Hitler bin. Okay. Ne? Ich habe nur so zwei Karten. Ich habe ihm eine Wahl gegeben. Du hast was? Aha. Olli, es tut mir leid, aber irgendwie glaube ich dir das nicht. Ja, aber, fuck it, ne? Also, dafür erschießt der Olli dich jetzt. Das ist allerdings richtig. Olli darf jetzt die Kugel nehmen. Gut. Du darfst mich gerne erschießen, dann erschießt du halt Liberalen, weil dann können die anderen beiden wenigstens vor uns gewinnen. Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich? Es ist nur bekannt, dass die beiden nicht Hitler sind. Ja, und? Es lebt nur noch Hitler. So lebt nur noch Hitler. Weil es einen Faschist gibt und einmal Hitler. Und es gibt jetzt eine Möglichkeit. Olli, wo willst du wissen, dass ich Faschist bin? Relativ wahrscheinlich. Ich darf nicht mehr. Nein, das nicht, aber das ist jetzt so im Inbegriff meiner Wahrnehmung, so dass du Faschist bist. Mir ist gerade aufgefallen, warum haben wir das eigentlich gerade reingewählt? Wir haben gerade Hitler die Kugel gegeben. Das war ziemlich dämlich. Ja, weil wir mich als Kanzler haben wollten, also. Ja, aber wir hätten gerade Nein wählen sollen. Einfach. Ja, ich weiß. Wir hätten einfach eine Runde lang nichts machen. Das war extrem dämlich, was wir gerade gemacht haben. Weil Olli wird mich jetzt umbringen. Ja. Und dann werdet ihr feststellen, dass ich nicht Hitler bin. Offensichtlich, bin ja. Hitler. Also nur nochmal kurz zu Info. Das darf man nicht lügen, gell? Ja. Also. Ja. Das Problem ist, was wir jetzt haben. Ich bin jetzt Präsident. Und ich wähle natürlich Baumi. Obvious reasons. Pass auf, weil er nicht Hitler ist und dich haben wir noch nicht getestet und Info. Ich bin jetzt kurz der Regelgeist. Ihr beide könnt jetzt veto, ne? Das, was ich vorher erklärt habe. Also, wenn ihr jetzt nochmal drei rote Karten zieht, könnt ihr das beide veto. Olli, siehst du deine Position nicht? Guck mal, was Baumi und ich beide für eine Karte haben, ne? Nicht Hitler. Und alle, bis auf eine Person hier, haben eine Nicht-Hitler-Karte. Olli, jeder hier die Karte. Also das macht es ziemlich eindeutig, wer hier Hitler ist. So langsam ist es schwierig, das abzustreichen. Ja, nur zur Info, ich hatte keine andere Wahl. Der Bart in deinem Gesicht ist das unglückliche Zeichen. Ich sagen, dass wenn du nicht die ganze Zeit rumheulen gewesen wärst, hätte ich dich vorhin schon abgeschossen, habe ich ja keine Lust drauf. Also habe ich stattdessen abgeschossen. Aber das Problem ist, wir können trotzdem noch verlieren, indem wir einfach jetzt Tom hat drei Faschistenkarten kriegen und dann am Arsch sind. Ja. Aber dann können wir ja wehtun, oder wie, Kevin?
Also, ja, also genau, Olli, du darfst wählen, aber ich glaube, es macht keinen Unterschied. Also, hier, ja. Ja. Ja, okay. Also, Präsident, also, wie drei funktioniert Karten? Das jetzt mit dem Veto? Das läuft so. Du ziehst jetzt drei Karten. Ja, dann, okay, dann legst du eine ab, gibst zwei an Baumi weiter. Nee, Baumi, ich krieg die Karte noch. Du ziehst die. Ja. Okay, Baumi kann dann sagen, ich möchte wehtun. Und dann musst du auch sagen, okay, ich akzeptiere das Veto. Ja. Und dann werden drei neue Karten gezogen. Dann pack schon mal die Karte. Wenn das passiert, dann geht hier das Ding einmal weiter. Ja, ja. So, klar. Ja, toll, das haben trotzdem GG für euch. Ja, offensichtlich. Also, Baumi. Außer sie ziehen jetzt halt dreimal hintereinander drei rote Karten. Was halt echt awesome wäre. Das wäre witzig. Das wäre echt super. Okay, sieht so aus, als gäbe es noch eine liberale Karte. Ja, bestimmt. Ja, jetzt ist sowieso GG. Bestimmt. Ja, so, naja. Pack die rein. Okay. Okay, ich nehme die und. Okay, dann nimm du die und misch sie mal. Ich nominiere dich als mein. Ja, ja, okay, ich glaube, ich brauche überhaupt nicht mehr wählen. Das könnte jetzt. Okay. Okay. Ja! Ja! Jaha! Okay. Aha. Also Baumi, dann zieh mal drei Karten. Und okay, sag mir, ob deine Liberale bei ist. Ja, das ist jetzt das einzig Wichtige, ne? Ja. Beziehungsweise wähl halt eine raus und gib mir dann halt eine Liberale oder so und fertig. Also damit ist ja auch dann... Nein. Das Einzige, was wir jetzt nicht halt confirmed haben... Ich karte jetzt erst. Das Einzige, was wir jetzt halt nicht confirmed haben, ist halt, ob entweder Kevin richtig beschissener Faschist war oder Jan halt Faschist war. Aber ich bleib immer noch dabei, dass Jan Faschist war. Ja, okay, ich kann auch das wehtun, ne? Ja. Du musst ihm erst zwei geben. Musst du erst die Karten geben. Der Kanzler muss pro forma sagen, ich möchte Veto. Und du musst halt eine ablegen. Okay, dann lege ich die ab. Ja gut, also ich sag mal Veto, ne? Weil so Faschistenkarten will ich nicht. Ja, aber so, ja. Ja, ja, das ist ja okay. Dann stimmt Baumi jetzt zu. Und dann, ja, stimmt dem Veto zu. Und dann legst du jetzt die zwei Karten auch auf den Ablagestapel. Okay. Allerdings muss ich jetzt ganz kurz was schauen, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt kurz. Warte mal, Veto Power. After 5. The President draws the President's main instead of acting. I wish to veto this agenda. President places. If the President does not. Warte mal. Oh, okay. Also, das heißt, jetzt geht die Präsidentschaftsdings halt wieder weiter. Also, jetzt ist halt im Prinzip nochmal eine neue Wahl und jetzt ja, ist aber, halt. Ja, aber dann hier hat doch der Olli jetzt die Präsidentschaft, oder nicht? Das ist richtig, ja. Das heißt, ja. Okay, ja. Nein. Egal, was du tust, Olli. Nein. Ach, Ja, okay, Olli wählt selber nein. Okay, das war's. Okay. Sorry. Hallo! What the fuck? Ja, was ist denn? Mathe. Will nein. Okay, Olli, was gerade passiert ist. Sie haben jetzt gewehtot, ne? Das ist richtig. Dann ist dieses Ding hier, dieses goldene Ding, eins weitergegangen, weil die Regierung untätig war. Jetzt das Präsidentschaftsplättchen geht jetzt vom Baum hier auf dich weiter, weil ich bin tot. Du darfst jetzt deinen Kanzler auswählen, aber du kannst dir relativ sicher sein, dass die beiden anderen nein wählen werden. Deswegen wollte Nico jetzt schon mal weitermachen. Ah, okay. Ja. Deswegen bist du damit einverstanden? Oder möchtest du? Sicher. Ja, yay. Dann geht das Ding. Aber ihr müsst jetzt aufpassen, ne? Wenn ihr jetzt noch einmal nichts macht mit eurer Regierung. Ja, was sollen wir machen? Also, es ist halt, ne? Ja, ich meine, aber dann kommt halt eine Random-Karte. Warte mal, warum sollten wir denn Nein wählen? Bei dem Votum. Ja, aber schau mal, behalte ich denn mein Previous Elected? Ja. Ja. Ah, okay, das heißt, jetzt müssen wir einen Olli als Kanzler wählen. Ja. Okay. Jetzt müssen wir halt darauf hoffen, dass wir zwei liberale Karten kriegen, ne? You just eine. Fucked yourself in the ass. Ja, das meine ich doch. Das war doch irgendwie doof. Naja, was hätten wir machen sollen? Was hätten wir jetzt machen sollen? Das erhöht unsere Chancen. Okay, gut. Das ist halt Glückssache. Ja. Aber jetzt kriegen wir halt zwei Karten. Okay, und hast du zwei Liberale? Darf ich dir nicht sagen. Ist doch scheißegal. Das ist der letzte Zug des Spiels. Ja, eben. Und der ist spielentscheidend. Also... Darf ich dazu nicht sagen? Gewonnen! Zur Info, ne? Hier. Ja, also. Ne? Also, Jan war der ruhige Faschist. Der ruhige Faschist, der uns alle. Komm sofort wieder.